Hallo meine Lieben, heutige Tagesenergie. Wir haben einmal die Karte Flirt und einmal die Karte Heart-to-Heart Conversations, okay? Also Flirt, ja, also wir sehen hier dieses Liebespaar, was am Wasser sitzt, picknickt, ne, vielleicht eine Flasche Wein dabei hat und sehr innig miteinander turtelt. Also das sieht auch so aus, als wäre das ein Liebespaar, was über die Jahrhunderte besteht und sich schon kennt und sehr innig ist und sehr vertraut ist. Und heute wird euch gesagt, dehnt euren Lichtkörper aus. Ja? Gerade mit dieser Karte Heart-to-Heart-Conversations. Also wenn diese Karte kommt, gibt es immer Aktivierungen im Herzchakra. Ja? Selbst wenn man mit einer Person jetzt gerade nicht spricht oder keinen Kontakt hat, wie auch immer, oder die Kommunikation sehr, sehr schwierig ist. Man kann über das Herzchakra mit jemandem kommunizieren, ja. Und manchmal sind das natürlich auch schwere Kommunikationsarten. Das heißt, wenn man weint, na, da passiert sehr, sehr viel im Herzchakra. Oder wenn man wütend ist, dann geht das natürlich auch. Und natürlich auch, wenn man liebt. Ja, und na, also hier haben wir jetzt diese Karte. Ich finde, das so, leider, das ist ein sehr schönes Deck, aber ich finde, die Karte hat sie leider nicht so gut hinbekommen. Von der Darstellung, weil das so ein bisschen bitte, bitte rede mit mir und er dreht sich weg. Und hier geht es aber darum, tatsächlich ganz ehrlich über die Gefühle zu sprechen, die man miteinander hat. Und das geht ein bisschen einfacher, wenn man versucht, mit Humor dran zu gehen. Wie gesagt, mit so einer Flirt-Energie. Das heißt jetzt nicht, dass man die Dinge nicht ernst nimmt oder nicht ernst nehmen soll. Wie gesagt, manchmal gibt es halt sehr schwierige Themen, die auf den Tisch müssen. Weil das ganz wichtig ist, damit man das nicht irgendwie weiter mit sich rumschleppt. Aber es kommt dann immer noch darauf an, wie man das macht. Also wenn man hier mit Vorwürfen kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich jemand da irgendwie ein bisschen bedrängt fühlt oder dass es einem unangenehm ist und man sich dann eher irgendwie lieber hinter dem Baum verstecken möchte. Und wenn man mit so einer Energie kommt und sagt, pass mal auf, es gibt da so ein Thema, da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, was mich wirklich sauer gemacht hat in der Vergangenheit, dann ist das aber nochmal eine andere Energie. Ja, also ihr werdet wahrscheinlich noch wissen, was ich damit meine. Deswegen versucht hier, wie gesagt, diese Flirty-Energie mal aufzusetzen, das alles ein bisschen leichter zu nehmen. Weil man dann auch viel einfacher ne, über diese Herzenergien kommunizieren kann. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und bis bald. Bye bye.